Hallo und herzlich willkommen zum Messetermin-Video für die Leipziger Buchmesse 2017. Das ist ja bekanntlich meine liebste Messe, also die in Leipzig. Und natürlich bin ich dieses Mal auch wieder dabei. Ich reise schon Mittwochs an, bin wahrscheinlich aber erst Donnerstag auf der Messe. Alle Termine, die ich in diesem Video erwähne und auch die, die vielleicht möglicherweise kurzfristig noch dazukommen, glaube ich aber nicht, findet ihr auf meinem Blog in schriftlicher Form, sodass ihr da nochmal genauer nachschauen könnt, auch was so Standnummern und sowas betrifft, einfach auf lauranewman.de. Aber jetzt legen wir los. Am Donnerstag bin ich ganz entspannt auf der Messe. Dort werde ich einfach nur Mutaufnahmen machen und habe verschiedene Kaffee-Dates, wo ich dann einfach mich mit Leuten treffe und entspannt die Messe erkunde. Ganz ähnlich ist es auch am Freitag. Ihr wisst ja vielleicht schon, dass ich dieses Mal mit Großmutter Newman und Mutter Newman anreise, also ein Dreier-Generations-Frauen-Familien-Ding daraus machen möchte. Und mit diesen beiden möchte ich natürlich auch Zeit verbringen. Deswegen bietet sich der Donnerstag oder Freitag auch an, um so ein bisschen herumzuschlendern. Wer also Donnerstag und Freitag schon auf der Messe ist, sieht mich dort wahrscheinlich einfach so herumwandeln und irgendwie, ja, die Messe erkunden. So ist zumindest der Plan. Wie gesagt, 1, 2, 3 Kaffee-Dates habe ich dazwischen gestreut, um die Leute zu treffen, die ich schon längst treffen wollte oder wieder treffen möchte. Also, ja, angenehm, abwechslungsreich. Am Freitagabend ist dann allerdings die Häppchenlesung. Das ist dann ein Termin, wo ich definitiv sein werde. Ich weiß, dass einige von euch auch kommen, habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob noch Plätze da sind. Auf jeden Fall verlinke ich euch alles, was irgendwie hier im Video erzählt wird, in der Infobox, sofern eine Veranstaltung oder ähnliches dazu besteht. Für die Häppchenlesung gibt es eine Veranstaltung auf Facebook. Schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass noch Plätze frei sind, aber ich habe gerade vielleicht auch nicht den aktuellen Stand. Ich freue mich schon sehr auf die Häppchenlesung. Ich bin jetzt das zweite Mal dabei und dieses Mal werde ich aus This New World lesen und ich bin sehr nervös. Aber ich freue mich auch auf euch und auf den Abend und hoffe, dass auch ein schönes Video draus wird. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig irgendwie was macht, das dann auch zu filmen, aber das klappt bestimmt irgendwie. Am Samstag wird es dann wie immer richtig hardcore. Anfangen tun wir mit der Signierstunde am Drachenmondstand um 11.45 Uhr. Der Drachenmondstand hat die Nummer J401 in der Halle 2. Ihr findet, wie gesagt, alles auch unten in der Infobox und auf meinem Blog. Wie immer werde ich diese Signierstunde dazu nutzen, auch meine Goodiebags unter das Volk zu bringen. Dazu kommt natürlich auch noch ein Video. Wer also so ein lustiges Goodiebag irgendwie sich ergattern möchte, ihr wisst ja, die Stückzahl ist begrenzt, auch wenn ich sie schon auf 100 hochgeschraubt habe. Mann, war das eine Arbeit. Wer das nun haben möchte, der kann auf jeden Fall dort um 11:45 vorbeischauen. Da signiere ich dann fleißig. Also ihr könnt am Stand Coherent kaufen. Ihr könnt mir auch hinhalten, was ihr wollt. Und ihr kriegt ein Goodiebag und wir können uns kurz unterhalten. Wie wir ja zu den letzten Gelegenheiten festgestellt haben, ist es immer ein bisschen chaotisch und sehr voll, weil es bin ja auch nicht nur ich, die da signiert. Das heißt, ja, also lange unterhalten ist schlecht, aber auf jeden Fall sehen, signieren und Goodiebag geht auf jeden Fall. Und der Drachenmondstand ist natürlich an sich auch schon ein Erlebnis. Das wissen die meisten, die ihn schon gesehen haben. Direkt danach, und zwar um 14.30 Uhr, ist aber ja das Booktuber-Treffen. Und da bin ich natürlich auch mit von der Partie und da können wir dann auch in Ruhe mal schnacken. Also wer Interesse hat, man muss kein Booktuber oder Blogger sein oder so. Man kann einfach sich dazugesellen und sich unterhalten und die Leute anstarren. Und so mache ich das zumindest. Also einfach ja, in dieser gigantösen Gruppe von meistens ja irgendwie bis zu 70 Leuten abhängen und sich über Bücher unterhalten. Das Ganze ist wie immer in Leipzig vor der Messebuchhandlung. Meistens werden wir dann irgendwann ein bisschen weggeschickt, aber irgendwo da. Also falls ihr etwas später als 14.30 Uhr kommt und da ist niemand, daneben ist so ein Vorhang. Manchmal müssen wir dahinter gehen, hinter den Vorhang. Schaut da dann mal rein. Auf jeden Fall bin ich da mit dabei und freue mich schon tierisch auf alle, die ich da wiedersehen werde und die ich noch nie gesehen habe und so weiter. Dann habe ich wieder einen kleineren Termin, der euch nicht groß betrifft und dann ist um 20 Uhr abends das BOD Book Date. Das findet außerhalb der Messe statt und zwar in der Pinguin Milchbar. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Also nicht das Bookdate, sondern die Bar. Von BOD wird es beschrieben als ein Abend mit Self-Publishing, Autoren, Lesungen, Signierstunden und der Read My Short Preisverleihung. Deswegen bin ich jedenfalls auch da. Für Leser, Blogger und alle Schreib- und Bücherfans. Denn an dem Abend werden die Gewinner bzw. die Preise verliehen für die Gewinner des Read My Short Schreibwettbewerbs, wo ich ja Mentorin sein durfte für den Bereich Fantasy. Und ja, da bin ich auf jeden Fall. Es wird
zu diesem Event in der Milchbar auch This New World zu kaufen geben und ich werde natürlich auch signieren. Auch alles andere, was ihr signiert haben wollt, signiere ich natürlich auch. Und wer Bock hat, kann da auf jeden Fall vorbeischauen. Ich bin auf jeden Fall da und direkt danach geht es für mich weiter zur ersten Leipziger Drachennacht. Leider bin ich deswegen etwas spät, denn da ich ja nun zuerst mit BOD bin, muss ich dann mich etwas sputen und versuche, gegen oder vor 11 noch auf der Drachennacht zu sein, die da stattfindet im Da Capo Oldtimer Museum und Eventhalle. Die geht eigentlich auch um 8 Uhr los. Ich bin, wie gesagt, erst etwas später da. Da erwartet euch alles Mögliche. Also das wird, glaube ich, eine richtig krasse Nacht. Ich verlinke euch alles unten, Facebook-Veranstaltung und so. Da gibt es, glaube ich, Lesungen und Signierstunden und verkleidete Drachen und alles. Also Riesen-Action. Ich kann aus Erfahrung noch nicht sagen, wie der Abend wird, aber ich stelle es mir ziemlich krass vor. Da schaue ich auf jeden Fall auch noch vorbei. Theoretisch könnte oder sollte das Ganze bis 3 Uhr morgens gehen. Ich weiß noch nicht so, wie lange ich da sein werde, aber ich bin auf jeden Fall irgendwie dann da. Und wenn das dann alles mit dem Timing hinhaut, weil ich ja erst recht spät komme, werde ich wahrscheinlich auch was lesen und signieren und so weiter. Oder einfach mit euch schnacken, falls ihr da seid, freue ich mich auch drauf. Wenn ich am Sonntagmorgen also noch existiere, lebe und nicht total, total müde bin, schleppe ich mich erneut auf die Messe, denn am Sonntag, und da freue ich mich auch richtig drauf, gibt es das Lieblingsautorentreffen bei BOD. Das ist nämlich mit mir und Emily Bold und Sarah Stankewitz. Und wir werden ein bisschen schnacken, ein bisschen über alles Mögliche sprechen. Und ihr kennt das ja schon. Sowas Ähnliches habe ich ja bei BOD auch schon gehabt. Und ich fand das total entspannt. Ein bisschen unterhalten, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und anschließend wird dann signiert. Und auch zu diesem Event, also am Sonntag um 13 Uhr am BOD-Stand, das ist der Stand D300 in der Halle 5. Auch dort könnt ihr This New World kaufen und dann von mir signieren lassen. So, habe ich das auch mal erwähnt. Das war ja bisher immer nicht möglich, dass es meine Bücher auf der Buchmesse zu kaufen gab. Jetzt ist es das und ich freue mich schon. Also nicht, weil ich da total viel Geld verdiene, sondern weil ich es so schrecklich finde, weil ihr mich total oft gefragt habt, können wir deine Bücher denn dort auch kaufen? Und ich immer sage, keine Ahnung. Jetzt kann ich sagen, ja, könnt ihr. Freue ich mich drüber. Naja, ich freue mich aber auch vor allem auch, dass das Ganze mit Emily und Sarah stattfindet, weil dann bin ich nicht so alleine und die beiden sind auch total lieb und das wird bestimmt richtig schön. Und anschließend gibt es wieder ein Booktuber-Treffen und da bin ich auch wieder dabei. Das sollte auch wieder um 14.30 Uhr sein. Falls sich da irgendwas ändert, schaut auf jeden Fall auf Facebook vorbei. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas erzähle und da ändert sich was. Das war im letzten Jahr nämlich der Fall, dass sich kurzfristig was geändert hat. Und das kann natürlich sehr ärgerlich sein. Also behaltet das auch auf jeden Fall kurz vor der Messe nochmal im Auge. Auf jeden Fall möchte ich bei dem Booktuber-Treffen auch wieder dabei sein. Und dann habe ich noch ein Kaffee-Date und dann ist auch schon gut. Ja, seht ihr, es ist gar nicht so viel los dieses Mal bei mir. Mein Fokus liegt bei dieser Messe definitiv darauf, eine tolle Zeit zu haben. Denn ich gestehe es, ich hatte es auch schon im Planlos Plaudern erwähnt, dass ich vielleicht die Frankfurter Buchmesse nicht mitmachen werde. Und deswegen möchte ich es mir jetzt in Leipzig so richtig schön machen. Deswegen kommen auch meine Großmutter und meine Mutter mit. Wir werden da irgendwie neben all den Pflichten, sage ich mal, bestimmt eine tolle Zeit verbringen. Und ja, ich möchte da so entspannt es geht rein und wieder rausgehen und dann liegt mein Augenmerk und mein Fokus tatsächlich darauf, mit Leuten zu sprechen und Kaffee zu trinken und über Bücher zu sprechen, mit euch zu sprechen, mit meiner Mutter zu sprechen, mit allen, die ich kenne, die ich mag, die ich dort sehen werde, ganz entspannt einfach nur mein Laura-Ding durchzuziehen und ja. So sieht das aus. Also wie gesagt, sämtliche Termine plus welche, die irgendwie noch hinzukommen könnten, auf meinem Blog oder eben aktualisiert auch hier in der Infobox. Alle Facebook-Veranstaltungen etc. verlinke ich euch auch in der Infobox. Und ich hoffe, 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 dass wir uns dann vor Ort sehen werden, denn wie gesagt, ist vielleicht fürs Erste die letzte Gelegenheit. Ich will mich noch nicht festlegen, aber vorsichtshalber. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut.